Hallo Heimwerker, Freunde des Handwerks und Selbermachers. Ich bin's wieder, der Christoph, euer Fliesenlegermeister mit praktischen Tipps für euer Projekt. Thema heute in diesem Video, das Verlegen von großformatigen Fliesen inklusive Sockel, das Ausmessen, bevor man überhaupt anfängt, das Einteilen. Das ist viel Arbeit, deswegen auch im Vorfeld ein wenig Theorie. Schaut das Video von Anfang bis Ende, dort werden der ganzen Zeit wichtige Tipps und Tricks für euer Projekt gezeigt. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, Glocke an, abonnieren und bis zum nächsten Mal. So, ich habe hier mal ein Stück weißes Papier genommen oder Pappe, um euch ein bisschen was zu erklären. Wenn ihr einen Raum habt, der irgendwo eine Grundlinie hat, an die ihr anlegen wollt, parallel, dann müsst ihr natürlich gucken, läuft das in der Seitenwand vielleicht aus dem Winkel so weg oder läuft das so weg. Dementsprechend müsst ihr hier erstmal einen Winkel schlagen, genau wie hier, und schauen, wie ihr denn nachher dahin kommt. In dem Fall müsst ihr so einteilen, also niemals dann hier mit einer ganzen Fliese anfangen, sondern vielleicht mit einer halben oder dreiviertel Fliese, damit ihr entsprechend immer die Fliese größer schneiden könnt. Sonst lauft ihr Gefahr, wenn jetzt hier eine ganze Fliese liegen würde, bei der nächsten hier anfangen, Keile zu schneiden. Sieht echt ätzend aus, muss nicht sein. Teilt es euch auf und rechnet und winkelt. Da komme ich jetzt gleich zu. Das gleiche wäre hier im umgekehrten Fall, wenn ihr hier mit einer ganzen anfangen würdet. Machen wir mal hier, käme noch eine ganze hin. Dann müsst ihr hier immer kleiner schneiden. Das gleiche gilt zur Rückwand. Mal parallel messen. Von da nach da und von da nach da. Und entscheiden, wie läuft denn das da hinten? Läuft das gerade? Habe ich da eine Flucht? Läuft das völlig aus dem Winkel? Wie viel läuft das aus dem Winkel? Wenn man zum Beispiel jetzt hier hinten hinkommen würde und würde, ich sag mal, so einen Streifen von 3-4 cm kriegen, dann nimmt man die erste Platte plus dieses Reststück minus eine Fuge, teilt es durch zwei und dann kriege ich zwei gleich große Stücke, die ich auch noch größer und kleiner schneiden kann, und nachher mit dem Sockel drauf habt ihr ein Top-Ergebnis. Wie winkel ich einen Raum? Jetzt reicht es nicht, wenn ihr wie hier 8 Meter und hier rüber sind ungefähr 5 oder 4,50 Meter, hier so ein Winkelchen in der Ecke haltet. Das kann für die Ecke gut sein, funktioniert aber auf die Länge nicht. Eine kurze Erklärung dazu. Wir waren ja alle mal in der Schule und jetzt haltet mich nicht für verrückt. In einer Minute wisst ihr, warum ich das jetzt mache. Da haben wir alle etwas vom Satz des Pythagoras gehört. Für ein rechtwinkliges Dreieck. Im Prinzip die Formel a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat kennen wir alle. Was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, dass der Flächeninhalt, kann ich das jetzt über Kopf, auf der Ankathete, Gegenkathete, also die kurzen Seiten, die Kathetenseiten, plus den Flächeninhalt auf der anderen Kathetenseite gleich dem Flächeninhalt auf dieser Seite sind. Wenn das übereinander stimmt, also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, dann habt ihr hier immer einen rechten Winkel. Das Ganze ist ganz einfach, steht im Verhältnis 3 zu 4 zu 5. 3 zum Quadrat, also 3 mal 3 ist gleich 9. 4 mal 4 ist gleich 16 und 5 mal 5 ist gleich 25. Also 9 plus 16 ergibt 25. 3 zu 4 zu 5 oder ein Vielfaches davon. Auf der Baustelle, um jetzt gleich, ich lege da gleich Latten an und zeige euch das, den rechten Winkel über eine lange Fläche zu überprüfen, haben wir einen Zollstock, der ist 2 Meter. Das passt wunderbar. Warum mache ich das? Ein Vielfaches heißt, zum Beispiel die eine Seite nehme ich 1,20 Meter,
mal 1,20 Meter wäre das dann im Quadrat. Auf der Seite 1,60 Meter mal 1,60 Meter. Wenn ihr 4, 8, 12, 16 habt ihr ein Vielfaches, 3, 6, 9, 12, also mal 4 ist 1,20 Meter. Und bei 5, 4 mal 5 sind 20, wäre dann 2 Meter. Unser Zollstock ist 2 Meter lang. Das heißt, wenn ihr aus einer Ecke hier rüber 1,20 Meter messt, einen Punkt macht, aus der anderen Ecke 1,60 Meter und einen Punkt macht, und diese Punkte mit dem Zollstock oder mit einer 2 Meter Wasserwaage, das sind so Maße, die wir schön auf dem Bauch haben, und das genau passt, dann habt ihr einen rechten Winkel. Ich baue jetzt gerade ein bisschen um und erkläre euch das in der Praxis, damit ihr erkennt, wie ihr so einen Raum auswinkeln könnt. Ich habe jetzt hier in der Winkelecke, das ist die lange 8 Meter Wand, die hier ist 5 Meter, eine Latte, das kann eine Wasserwaage sein, das ist völlig wurscht, flächig zur Rückwand angelegt und mir hier jetzt eine 1,50 Meter Wasserwaage als Zollkerwinkel aufgelegt. Ich gehe nicht ganz an die Wand dran. Warum? Das hier ist ein Altbau, auch wenn der gespachtelt und geschliffen ist. Man hat in den Wänden auch eine gewisse Wellung. Ich mache das so 7 bis 10 cm vor der Wand, die Auswinklung, damit ich gleich von dem Strich, den ich mir dann ziehen werde, zur Wand messen kann und dann sehe ich schon, ob die auseinanderläuft oder nicht. So, wie ich das erklärt habe, 3 zu 4 zu 5 oder ein Vielfaches, gehe ich auf die Seite. Ich habe hier in der Ecke den Kreuzungspunkt, da mache ich einen Punkt hin und da müsst ihr wirklich genau messen. So, und jetzt gehe ich auf der einen Katheten oder kurzen Seite genau 1,20 Meter und mache mir, das ist hoffentlich auf der Kamera so ein bisschen einzufangen, eine Markierung, aber ich spreche hier auch, das könnt ihr ja auch hören, ein Strich, mache mir auf der anderen Seite genau von dem gleichen Eckpunkt, den ich mir dort markiert habe, wo die Latte anliegt, auf 1,60 Meter, immer an der Seite der Latte eine Markierung. So, und dann muss die Diagonale, und da ist es wichtig, dass ihr auf beiden Seiten dann die Seite, genau die Spitze der Kante von dem Zollstock an die Markierung legt. Das mache ich jetzt mal hier rüber. Und das mache ich hier rüber. So, dahin und dahin. Und dann habe ich von dem Nullpunkt zu der Spitze kontrollieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer auf dem Punkt misst. Dort jetzt eine Rechtwinkligkeit. 1,20 zum Quadrat plus 1,60 zum Quadrat ergibt die 2 Meter zum Quadrat. Man könnte hier auch eine Wasserwaage hinlegen, die ist auch genau 2 Meter lang. Und dann mache ich mir hier mit dem Bleistift eine Markierung. Die ziehe ich jetzt einfach schon mal ein Stückchen weiter und verlängere die auf der ganzen Wand. Und zwar bewusst vor der Wand. Es gibt natürlich Leute, die haben Kreuzlinienlaser, da ist die Winkligkeit eingestellt. Das ist ja ein Kanal für die Selbermacher. Ihr könnt jetzt hier messen, vom Strich zur Wand habe ich hier oben 9,4. Und nach ungefähr 2 Metern habe ich 10 Zentimeter. Das heißt, ich habe eine Wand, die leicht schräg nach außen aus dem Winkel läuft. 6 mm auf 1,50 m, 1,60 m ist jetzt nicht so viel, aber in der Länge der Wand wird es bis hinten ungefähr 1 cm, ich würde sagen eher 1,5 bis 2 cm weglaufen, wenn ich die verlängere. Das müsst ihr beim Anlegen berücksichtigen. Heißt, wenn ihr jetzt dort mit einer ganzen Fliese anfangen würdet und nach 4 Metern 2 cm wegwandert, weil ihr natürlich versucht im Fugenbild zu bleiben und ja auch machen müsst, sonst sieht es kacke aus, dann solltet ihr hier vorne nicht mit einer ganzen anfangen, sondern vielleicht an der Fliese bei der ersten 10 cm abschneiden oder 8. Da
damit ihr es noch gebrochen oder abgepitcht kriegt oder abgeflext kriegt. Und dann könnt ihr von Reihe zu Reihe immer ein wenig größer schneiden. Also ich sage jetzt mal von 40,2 auf 40,5, von 40,5 auf 40,9, von 40,9 auf 50,2. Das ist ganz minimal, da kommt nachher ein Sockel drauf, sieht kein Mensch mehr und sieht sauber aus, als wenn ihr da nachher irgendwo eine fette 2 cm Fuge machen müsst oder ganz dick Silikon entspritzen müsst oder einen Keil reinschneiden müsst. Dieses Auswinkeln macht ihr bitte auf allen Seiten der Räume zueinander. Dann legt ihr euch die erste Reihe fest. Da komme ich jetzt zu, ich baue nochmal um, wie man das macht. Und dann erkläre ich die weiteren Schritte. Für diejenigen, die keinen Linienlaser oder Kreuzlinienlaser haben, ich habe einen, aber ich will es euch auch zeigen, wie ihr es mit einfachen Mitteln machen könnt. Dazu braucht ihr einfach solche zwei Schnurstifte, sagt man. Eine Maurerschnur, am besten ein bisschen farblich, die gibt es in Rot, in Neon, in Gelb, in Grün. Und den Fäustel. Ich habe den Raum jetzt hier ausgemessen und leider komme ich auch nicht gut hin. Ich würde an der Rückseite tatsächlich so einen 5 cm Streifen bekommen. Ich würde an dem Ofen, den ihr eben gesehen habt, auch so einen 6 cm Streifen bekommen. Bei einer 60x60er Fliese sieht das doof aus. Meine Seite läuft weg, das wisst ihr. Die andere Seite ist plus minus ein paar Millimeter. Die kriege ich weggedrückt mit dem Sockel drauf, die kann ich dann in dem Fall ignorieren. Wie gesagt, messt euch alles aus. Jetzt habe ich mich entschlossen, dieses Fehlmaß oder dieses kleine Stück von 6 cm mit einer ganzen Platte zusammenzurechnen. Also sagen wir mal, die Platte ist 60, das Stück ist 6, wären 66. Eine Fuge müsste ich abziehen, bleiben wir mal bei den 66. Geteilt durch 2, das heißt, ich würde hier mit einem 33er Stück anfangen. 33er Stück und eine ganze Platte, sagen wir mal bei 60, wären wir so bei 93 cm. Ich habe mir jetzt von dieser Wand, an der ich anfangen möchte, weil dort meine Dehnungsfugen laufen und die will ich von links nach rechts eben einpassen, eine Markierung gemacht, sprich parallel gemessen, einen Bleistiftstrich, das gleiche habe ich auf der anderen Seite gemacht, da gehen wir jetzt gleich hin. Und dann nehmt ihr so einen Schnurstift, aber jetzt bitte nicht 5 cm im Bodenhorn, hier drunter ist Fußbodenheizung, macht doch jetzt ein bisschen laut und schlagt die genau, erwischt. Der sollte fest sein. Dann nehmt ihr so eine Maurerschnur, die Schnur einmal, zweimal drum wickeln, dann von unten nach oben drüber heben. Dann habt ihr zwar keinen Knoten, aber das ist mega stabil und rutscht euch nicht weg. Ich zeige es nochmal, ziehen wir den mal raus. Schnurstift einschlagen, einmal, zweimal drumlegen. Von unten nach oben drüber ziehen und dann ist die schön verspannt und verkeilt. Kann nichts passieren, wenn der Schnurstift fest ist. Rollt auf. Jetzt könnt ihr kurz mit dem Fuß fixieren. Und schlagt den anderen Schnurstift genau auf der Markierung ein. Arbeite und an der ich lege. Nicht auf 0, es sollte immer ein Millimeter
Platz zur Schnur sein, weil das menschliche Auge einfach einen Abstand besser justieren kann, als wenn man knirsch anarbeitet und aus Versehen die Schnur so ein bisschen wegschiebt. Sie sollte immer etwas höher hängen als die Fliese, damit sie einfach frei ist. Wenn der Stift nicht genug drin ist, den ihr zieht, geht er los, haut nach. Könnt ihr auch einen Stahlnagel nehmen, wobei so ein Vierkantdorn, da lässt sich die Schnur besser justieren. Wie gesagt, wer einen Laser hat, macht das damit, keine Frage. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr euren Zollstock und messt nochmal auf eure Maßschnur. Ich habe hier ein Stück Wand, von der habe ich das Maß genommen. Ich habe hier meine Dehnungsfuge, ich habe hier die nächste Wand und so weiter. Wenn ihr jetzt da irgendwie 5 mm schief seid, dann könnt ihr den Schnurstift in der Richtung ein bisschen krumm hauen oder an der anderen Seite in der anderen Richtung, bis ihr ein paralleles Maß plus minus einen Millimeter habt, wenn ihr eine Welle in der Wand habt. Dann messt ihr von dieser Schnur parallel zur anderen Wand, also der gegenüberliegenden, und guckt mal, wie schief die wegläuft. Das habe ich natürlich vorher schon alles gemessen. Ich habe ja gesagt, ich komme hinten mit einem kleinen Stück hin. Jetzt ist es kein Problem, ich fange hier mit einer ganzen und einer halben an. Die andere halbe setze ich hinter der Dehnungsfuge auf die Seite. Hinten habe ich das gleiche. Ich muss auch doch, weil es nicht im Winkel ist, ein bisschen größer und kleiner schneiden. So habe ich es aber in der Richtung eingeteilt. Das gleiche macht ihr jetzt für die beiden anderen Seiten. Ihr müsst ja wissen, wie fange ich denn da an und wie komme ich hier aus. Heißt auch, die Länge messen, mal vorne, mal hinten, berücksichtigen, wo ihr vorher gewinkelt habt, wird es enger oder größer. Und dann ausmessen, zur Not auf beiden Seiten, vielleicht mit einer halben ankommen oder da mit einer fast ganzen und dann einer Dreiviertelfliese, dass ihr entsprechend größer oder kleiner schneiden könnt. Es gibt natürlich irgendwann den Fall, da passt es nicht. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Es haut nicht hin. Dann müsst ihr irgendeinen Kompromiss eingehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Seite eine Wand habt, die so blöd wegläuft und ihr habt eine 30er Fliese und die läuft da 10 cm weg und auf der anderen Seite 10 cm in die andere Richtung, dann kommt ihr irgendwann nicht mehr hin. Dann müsst ihr euch überlegen, welche Seite ist die optisch schönere, die ich tagtäglich sehe und wo ist vielleicht da, wo die Couch von 3,50 m hinkommt, wo ihr vielleicht am Anfang noch schön auskommt und dahinter tatsächlich irgendwann einen Keil reinschneiden müsst. Zu 99% aller Fälle haut es hin. Manchmal ist eben das Schicksal ein anderes, dann nimmt euch ein anderes Fliesenformat im Vorfeld oder was auch immer, dann passt es einfach nicht. Gut, das zur Erklärung vorneweg. Ich zeige euch jetzt noch die Materialien, die Werkzeuge, die wir hierfür brauchen und so ein paar Tipps noch, bevor ihr den Kleber anrührt, wie es losgeht. Ein wichtiger Hinweis vorneweg, alles was ich hier oder was ihr im Video seht, ist mein Eigentum, vom Werkzeug über die Materialien, über die verwendeten Kleber oder Geräte. Da kriege ich keinen Cent Geld für, das sage ich auch ganz klar. Trotzdem ist es irgendwo Werbung durch Produktplatzierung oder wenn ich dann safe bin und keinen Stress irgendwann kriege, das als Hinweis, es wird auch im Video immer der Button Werbung stehen. So, jetzt wird es gleich losgehen. Jetzt zeige ich euch noch kurz das Werkzeug. Ich habe ja ein Video gemacht, BM-Verarbeitung von Fliesen, Teil 1 bis 3. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut es euch an, und zwar in Gänze an, damit ihr einfach wisst, wie ihr mit welchen Werkzeugen, mit welchen Materialien, mit welchen Fliesenschneidern umgehen müsst, um so ein Projekt zu machen. Hier brauchen wir, ich habe mich hier für einen 12er Zahn entschieden, weil das doch eine sehr große Platte ist und ich möchte, dass die vollflächig liegt. Wir werden im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. Das heißt, wir werden nicht nur den Untergrund, sprich hier den Estrich mit dem Fliesenkleber aufziehen, sondern wir werden auch die Plattenrückseite abspachteln. Deswegen gibt es an so einem Zahnspachtel immer eine glatte Seite, wo man dünn eine Kontaktschicht auf die Rückseite zieht. Manchmal muss man da auch eine kleine Zahnung mit aufziehen, je nach Untergrund und Unebenheit. Ich werde mit diesem Saug-Vibrationsrüttler arbeiten. Bei so einer großformatigen Platte
hat man manchmal keine Chance, das wirklich runterzudrücken. Da ist so ein Teil klasse, habe ich auch schon mal in einem kleinen Video gezeigt, habe ich auch in einem anderen Video schon mal darauf hingewiesen. Wie gesagt, alle Werkzeuge, die ich hier verwende, sind unter dem Video verlinkt. Bei Amazon könnt ihr draufklicken und dann seht ihr die. Das Teil saugt im Prinzip die Fliese an. Wenn ich das mit dem Hebel drücke, kann ich die wegnehmen und hochlegen. Und auf dem Boden kann ich die justieren. Anstellen. Der ist jetzt auf Vollgas gestellt. Mach das mal leise. So. Und damit kann man, wie viele von euch das vielleicht von so Betonrüttlern kennen, die Fliese durch Vibration ins Kleberbett drücken, sodass die sich nach allen Seiten schön justiert. Von Fliese zu Fliese arbeiten wir zusätzlich mit einem Nivelliersystem. Da gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen. Das hier ist auch, wie gesagt, eins meiner Lieblingsprodukte. Das sind so Laschen mit Drehhauben oben drüber, die kommen links und rechts unter die Fliesen. Und mit den Hauben kann ich dann, wenn ich es hiermit schon ausnivelliert habe, so das letzte Stück Zahn, also dann das Überzahn oder Kantenstand, noch justieren und dann habt ihr ein Top-Ergebnis. Ich bereite jetzt alles vor, dann zeige ich euch, wie man den Kleber anrührt und dann geht's los mit dem Verlegen. Vielleicht noch zwei Hinweise. Wir sind das gewohnt, auf den Knien zu arbeiten. Wir haben natürlich auch Knieschoner etc. So ein Kissen, so ein altes, ist super gut. Ihr werdet es mir danken, legt es euch drunter. So ein Boden ist kalt, der ist hart. Wenn man das nicht gewohnt ist, habt ihr richtig Stress. Punkt 2, Kleber anrühren. Egal welchen Lünnbett noch ihr nehmt, wir nehmen heute einen von Adex, den ich nenne den hier auch, ist ja auch meiner, den S28, das ist ein Mikrotec-Kleber mit Adorapid-Effekt für großformatige Platten. Mikrotec heißt absolut tolle Verbindung, was Mikrotec ist, könnt ihr googeln. Adorapid heißt ein schneller härtender Lünnbett noch, das heißt noch eine Stunde. Kann ich da schon wieder drüber, macht Sinn, hier wo wir arbeiten, weil wir teilweise von zwei Seiten arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen dann auch schon mal über den frisch belegten Belag, wenn er denn schon erhärtet ist oder begehbar ist. Knieschutz habe ich erzählt. Zu den Fliesen. Immer bitte aus mindestens drei, eher vier Kartons wechselnd verlegen. Fliesen sind unterschiedlich, auch in der Farbgestaltung und Maßen, das habe ich ja schon gesagt, plus minus, so habt ihr eine Gewährleistung, dass ihr beim Legen Fliese und Fuge vermitteln könnt. Das ist die Kunst des Fliesenlegers, nachher fertig, verfugt und ein einheitliches Bild zu kriegen und das bisschen Toleranz, was gegeben ist, muss in der Fuge von Fliese zu Fliese ausgeglichen werden. Deswegen verschiedene Pakete, 3 Minimum, 4 oder 5, immer von da wahlweise wechselnd die Platten nehmen. Ich baue jetzt kurz um, dann zeige ich euch noch, wie man anrührt. Wichtig dabei, lest auf dem Sack des Klebers durch, wie viel Liter Wasser ihr für euren Kleber verwenden müsst, um den verarbeiten zu können. Das ist auf der Rückseite alles geschrieben. Wir machen keinen ganzen Sack an, weil es wie gesagt ein Schnellbett noch da ist oder ein Schnellkleber ist in dem Sinne. Der wird gequirlt ungefähr 2 Minuten, dann lässt man ihn auch reifen, sagt man. Da sind ganz viele Zellulose- und Kunststoffteile drin, die müssen aufgehen und reagieren. Und während die aufgehen und reagieren, wird noch weiter Wasser entzogen. Das heißt, ihr müsst ihn dann nach 2 Minuten nochmal nachquirlen. Vielleicht ein bisschen so ein Schwamm Wasser noch dazugeben, das müsst ihr mal gucken, wie er in der Konsistenz ist. Ich arbeite den so mittelweich ein, weil wir den auch schön runternivellieren wollen. Also anrühren, stehen lassen, reifen lassen, nochmal nachquirlen nach 5 Minuten und dann könnt ihr loslegen. Wie eben beschrieben, zuerst mache ich jetzt hier mal einen kleinen Eimer, weil wir hier viel schneiden müssen und der Schnellkleber mir sonst zu schnell zieht. Wasser rein. Ich habe das natürlich im Gefühl, wie der Kleber sein muss und wie weich und hart. Macht das bitte nach Herstellerangaben, steht immer auf der Rückseite vom Sack. Aufmerksam durchlegen und anquirlen. Staubmaske nicht vergessen, ich ziehe die jetzt nicht an, sonst könnt ihr mich nicht hören, weil das Mikrofon jetzt doch zu weit weg ist. Mit meinem externen Mikrofon durch die ganze Bewegung permanent ein Gekratsche reinkommt. Das ist nicht so gut, deswegen jetzt hier ohne Staubmaske.
Ich halte auch die Luft an beim Reinfüllen, weil diese feinsten Mikroschäume sind nicht wirklich gut für die Lunge. So, den Sack nehmen. Die Luft anhalten. Dann einen Quirl, der ist schon ganz alt, hat eine Umdrehung, also der Quirl sollte nicht sehr schnell laufen, so 600 bis 800 Umdrehungen sind gut. Und dann wird der ungefähr 2 Minuten gequirlt. Das lasse ich jetzt nicht die ganze Zeit laufen, nur im Halt. Der ist jetzt schon ein bisschen zu trocken, das heißt, ich muss noch was Wasser beigeben. Das mache ich jetzt hier mit einem Schwamm, weil gar nicht viel fehlt. Und dann schön sauber, auch mit kleinen hebenden und senkenden Bewegungen. Also nicht ganz rausziehen, dann spritzt euch der Kleber überall hin, wo ihr nicht hin sollt. Und dann schön locker aufgelassen. Jetzt das erste Mal durchgequirlt, ich quirle jetzt noch was weiter, ungefähr 2 Minuten, lass den 5 Minuten stehen, quirle dann nochmal auf und dann sehen wir uns jetzt gleich beim Auftragen und Fliesenlegen wieder. Jetzt geht's los, Kleber ist zum zweiten Mal aufgerührt, nach der Reifezeit, ihr seht hier mein Werkzeug. Wir fangen hier untypischerweise mitten im Raum an, das hat einen Grund, ich habe mir dort, wo der Grundofen steht, links und rechts außen, wie ihr vielleicht sehen könnt, ein paar Hilfslinien gemacht und geschaut, wenn ich hier vorne ankomme, wie ich da hinten ankomme. Und ich habe hier ein bisschen Glück, in dem Fall, was den Ofen angeht, glückt, der ist genau, ziemlich genau 1,79 Meter und ein bisschen. 360er Fliese sind 1,80 Meter, die sind aber hier nur 59,57, also ein ganz krummes Maß. Mit Fuge, weil noch Sockel drauf kommt, teile ich es so ein, dass ich links und rechts vom Ofen mit Ganzen bin. Deswegen die erste Fliese von hier, dann gehen wir nach links, wir müssen hier hinten alles schneiden. Ich habe ja schon 2 Fliesen vorbereitet. Ich lege jetzt hier die erste Fliese rein, zeige euch nochmal, was wichtig ist und schaue dir einfach zu. Der Boden, wie gesagt, ist sauber. Abgesaugt, grundiert, haltet den noch sauber und staubfrei, ganz wichtig. Ich habe mir jetzt hier mal angezeichnet, wo die ersten 1,5 Fliesen hinkommen. Und ihr seht hier wieder beim Ziehen, ich halte aber nicht so, wie ich das am Eingang des Videos erklärt habe. Ihr zieht wirklich so auf. Immer was nehmen, abstreifen, genau vor meiner Linie, vor meiner Schnur, lasse ich ein bisschen Platz. Ist, dass ihr den Winkel nicht verändert. Also nicht so anfangen und dann so gehen und dann hinten wieder so. Dann habt ihr ein unterschiedliches Kleberbett und egal wie toll ihr den Estrich habt, dann habt ihr da schon Unebenheit drin und dann wird schon blöd beim Verlegen. Also, das ist am Anfang ein bisschen Übungssache. Je schneller das, je öfter ihr das macht, desto einfacher geht. Kleiner Trick, ihr könnt dann, wenn ihr aufgezogen habt, ansetzen, Winkel halten, vorne nach hinten durchkämmen und dann habt ihr ein gleichmäßiges Gewicht. So, da wir, wie erklärt, im Batterien-Floating-Verfahren arbeiten, junger Estrich, Fußbodenheizung, einfach um aufs Zelt zu gehen, die Platte, stellt euch hier was hin, dreht sie rum, nehmt den gleichen Zahnspachtel und spachtelt auf der Rückseite eine Kontaktfläche.
Ihr könnt das jetzt so mit der Hand reinsetzen. Es gibt auch sogenannte Saugheber, werde ich im Verlauf des Videos mal zeigen. Also es ist nicht nur der Vibrationssaugheber. Jetzt mache ich es mal ohne. Nehmt die Platte, dreht die rum. Ihr habt eure Linie, ihr habt eure Maßkette und legt die Platte dort ein, wo ihr anfangen möchtet. So, jetzt liegt die zwar da und viele denken, prima, geht schnell, nehme ich die nächste. Nein. Die erste Fliese, die ihr legt, damit legt ihr komplett die Fläche fest. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Ihr könnt nicht irgendwann anfangen zu ändern, wenn ihr nicht den Vorrang legt. Jetzt schaut ihr erstmal mit so einer kleinen Wasserwaage. Die Flächigkeit der Fliese überträgt sich natürlich, wo ihr seid. Da sehe ich, hier müsste ich ein bisschen runter. In die Richtung müsste ich nach hier ein bisschen runter. Und bei diesem Andrücken und Runterdrücken seht ihr hier schon Kleber rausquetschen. Jetzt müsste man die Fliese einmal hochnehmen, aber nur immer die erste oder jedes Mal, wenn ihr mal Kleber anrührt, um einfach zu schauen, ob die Konsistenz, die wir hier angerührt habt, mit der Plattenrückseite auch einen guten Verbund hat. Ich habe ja hier diesen Vibrationsrüttler. Damit kann ich jetzt auf der Fliese, wenn ich es angestellt habe, rundum hin und her fahren. Ich kann ihn aber auch hiermit ansaugen und könnte jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt aus der Waage ist, den anstellen und hier in der Richtung runterdrücken, lösen. Hier ist eine Ecke, ich bin ein bisschen. In der Waage. Durch dieses Anrütteln, Anvibrieren, verdichte ich natürlich auch unterhalb den Kleber. Ich habe euch ja diesen Zahnspachtel erklärt. Den habe ich jetzt mal gezeigt. Der hat halt eine Zahnung zwischen 6 und 12 mm. Immer die hohe Seite, dann eine tiefe ausgeschnittene wieder eine hohe Seite. Und durch dieses Vibrieren und Anrühren und Anreiben, das können wir natürlich auch machen, sollte die Platte fest im Kleberbett sitzen. Um das zu kontrollieren, empfehle ich, die erste Fliese nochmal anzuheben und eine Haftprobe zu machen, sodass ihr sehen könnt, okay, der Kleber passt, die Konsistenz ist gut, die Verklebung mit der Fliese funktioniert und dann können wir auch anfangen. Ich hebe die jetzt hoch. Okay, Taste. So, und jetzt sieht man auf der Plattenrückseite, der Boden ist nicht ganz gerade hier, dass er da sehr schön benetzt ist, hier unten benetzt ist, die Rillung hat sich übertragen. Das ist eine Bombenverklebung, denn hier war eben flach abgespannt und die ganze Profilierung hängt auch jetzt hier auf der Rückseite, weil ich es jetzt mit Kraft hochgehoben und angehoben habe. Wenn das der Fall ist, könnt ihr bedenkenlos euren Fliesenbelag angehen, sauber arbeiten ist immer richtig, macht euch rundherum, da wo es rausquetscht, den Kleber ab. Ihr solltet immer einen Eimer Wasser mit einem Schwamm dabei haben, sonst habt ihr das Zeug irgendwann überall hängen. Das ist kein Problem, da mal eben drüber zu wischen. So. Dann käme die nächste Fliese. Das ist jetzt hier in dem Moment ein Randstück, ein geschnittenes, weil ich ja wie gesagt symmetrisch eingeteilt habe, um am Schluss des Formes nicht so einen Streifen zu kriegen. Habe ich ja, wie erklärt, zusammengerechnet durch 2 geteilt. Also hat sich das Stück ergeben. Das zeige ich jetzt auch mal eben. Wieder Kleber drauf. Normalerweise zieht man das in einem Gang auf, um nicht hier so fummeln zu müssen. Hier ist quasi mein Übergang in den Kleber. Da kommt halt eine Trennfuge hin. Wir müssen hier sowieso sehr sauber arbeiten, weil die Wände schon alle fertig sind und gestrichen sind. Muss nachher nur am Sockel beigearbeitet werden. Und dann arbeiten wir, wie gesagt, mit diesem Nivelliersystem, mit den Hauben. Setzt ihr zumindest an 2 Stellen
diese Augen rein, die müssen unter die Platte geschoben werden. Und zwar bis gegen diese Kante des senkrechten Stegs. Das ist jetzt ein 2 mm Steg, gibt es in 2, in 3, in 1, in 4. Da müsst ihr halt schauen, was für euch und für eure Platte gegeben ist und wie maßhaltig die Platten sind. Wie gesagt, das steht immer auf den Kartons, da können wir gucken, ansonsten legt man ein paar Trocken aus, bevor ihr so ein Nivelliersystem zulegt. So, hier muss ich ein bisschen anheben. Zwei Stellen ist völlig ausreichend, wenn ihr Fliesen habt und im Halbformat geht und da zwei Spitzen zusammen, dann könnte man auch noch eine dritte oder eine vierte reinmachen. Natürlich kostet das Zeug auch Geld und das muss man alles mit reinrechnen. Zwei reichen völlig aus. Dann sieht ihr das zweite Stück, das ist jetzt geschnitten, das ist geschliffen und nachgearbeitet, so wie ich das in meinen Teilen Video 1 bis 3 während Verarbeitung erklärt habe, damit euch beim Silikonieren oder wenn ihr jetzt hier aus Versehen am Armbohrer kommt, eben nicht schneidet, wieder hinlegen. Kleber auf die Plattenrückseite, dünnspachteln. Erstmal grob ausrichten, in Ruhe arbeiten, überschüssiges Material wegnehmen, auch wo mal was daneben tropft, das passiert auch mir, das ist ganz normal. Jetzt könnt ihr mal gucken, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Sehe ich hier so eine ganz leichte Kantung, das heißt hier muss ich tiefer, das kann ich jetzt mal kurz mit der Hand anrühren, wieder reinlegen und wenn ich jetzt hier noch so einen kleinen Überzahn habe, also dass das so steht, dann kommen die Hauben zum Einsatz. Und damit dreht ihr diesen kleinen Überzahn vielleicht von einem Viertel Millimeter noch genau bündig, sodass die Fliesen wirklich plus minus vielleicht ein Achtel Millimeter, manchmal ist Material wegen nicht mehr drin, eine absolute Flächigkeit haben. Das macht ihr dort, wo die Hauben sitzen. Dann geht ihr ein Stück weiter, zieht euch nicht zu viel auf. Ihr seid ja do-it-yourself für die Profis, die jetzt hier zugucken. Die wissen, wie das geht. Das macht man natürlich dann in größeren Stücken und arbeitet auch am besten zu zweit. Einer reicht an, einer macht den Kleber, der eine bringt das Material ran. Dann kriegt man natürlich Fläche gemacht. Aber ihr könnt das Stück für Stück auch so machen. Beim Schnellkleber ganz wichtig, nicht zu viel anmachen. Und wenn ihr eine Reihe durch habt, alles kontrollieren. Wenn ihr dann Feierabend machen wollt, am nächsten Tag weiter, dann ist der Kleber fest. Gucken, ob die Übergänge in die nächste Reihe funktionieren, dass ihr alles in der Flucht habt. Wir legen jetzt hier mal eine Reihe und dann kommt wieder ein kleines Video dazwischen. So, hier mal noch trocken erklärt, wenn man so eine Nivelliersystem Gewindehülse unter die Fliese einschiebt, setzt man die drunter, die andere kommt gegen, können das auch auf beiden Seiten machen, dann wird die andere quasi an die Kante gelegt und jetzt seht ihr hier so einen leichten Unterschied in der Höhe und wenn ihr jetzt mit der Haube das Ganze andreht und dann hochjustiert durchs Drehen, dann habt ihr hier eine absolut parallele Flächigkeit. Das mal als Erklärung in der Nahaufnahme.
2 Minuten gequirlt, 5 Minuten reifen lassen und nochmal durchquirlen. Kommen wir nun zum Sockelsetzen. Also wenn ihr den Fliesenbelag gelegt habt, empfehle ich, macht euch irgendeinen Randstreifen dran. Heißt, dort wo der Fliesenbelag zur Wand geht, endet, braucht ihr eine Putzkante, eine Wischkante. Man saugt durch, man hat einen Schrubber, einen Putzlappen, einen Wischmopp. Ihr versaugt euch sonst permanent die Wände. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch eine Kunststoffleiste dran machen, ihr könnt euch eine Holzleiste dran machen, ihr könnt euch aus Fliesen selber einen Sockel schneiden. Dafür braucht ihr quasi ein bisschen mehr Material und ihr müsst natürlich gut den Sockel rausschneiden. Man könnte jetzt aus einer Fliese, sage ich mal 60 cm, man macht den Sockel so 7 cm hoch, könnte man hintereinander die Dinge wegschneiden. Problem wird dann die Schnittkante sein, die müsst ihr natürlich schleifen und ansetzen und hättet quasi auf der Oberfläche einen ziemlich bruchrauen Übergang. Kann man machen. Ist auch kein Problem, wenn ihr eine Nassschneidemaschine habt, kriegt ihr einen sauren Cut hin. Hier habe ich werksmäßig hergestellte Sockel. Die sind an der Oberkante abgerundet und emailliert. Ist sehr schön, macht das Ganze etwas homogener. Wenn man an Innen- oder Außenecken hinkommt, müsste man oder kann man das Kante auf Kante setzen. Sieht man natürlich auf der einen Seite den Schaben, ist nicht so schön, könnte man nachpolieren, es gibt Farbtonvertiefer. Und an der Oberkante, wo diese abgerundeten Sachen hinkommen, ist der Übergang dann in der Außenecke nicht so schön. Ich schneide das hier auf Gehrung, sprich 2x45 Grad, zeige ich euch jetzt gleich in der Praxis. Könnt ihr so machen, müsst ihr nicht, ist eure Entscheidung. Die Höhe des Sockels empfehle ich mindestens 7, eher 8 cm in der Höhe. Warum? Ein Putzschrubber, ein neuer mit frischen Boxen und einem Wischmopp hat so 6 cm, 6 bis 7. Und wenn ihr jetzt nur so einen 4er Sockel dran macht, dann haut ihr trotzdem vor die Wände und dann könnt ihr das Ganze auch lassen. Wenn ihr Sockel fertig habt, geschnitten habt, aus Keramik, aus der gleichen Fliese, dann ist ganz entscheidend, das zeige ich gleich im praktischen Teil, dass ihr den Kleber, den ihr auf der Rückseite antragt, nicht so dick ist, dass er sich quasi nach unten oder nach oben rausquetschen würde. Wir haben ja hier den schwimmenden Estrich, das habe ich ja eingangs erwähnt. Was passiert, wenn Kleber oder Fugmörtel an der Wand eine Verbindung kriegt und der Boden bei der Fußbodenheizung dann arbeitet? Dann würde sich irgendwann der Belag hochstellen. Heißt, Kleber immer sorgfältig auftragen, nach dem ersten Ansetzen eines Klebers im Winkel, kommt gleich alles, mal einen Sockel wieder abnehmen, um einfach zu kontrollieren, ist mir schon Kleber da unten durchgegangen. Sollte das der Fall sein, macht euch hier so ein Kratzholz aus einem Stück abgebrochenen Zollstock oder ein Eisstäbchen, kratzt den Kleber, solange er frisch ist, unten wieder aus, so dass ihr keine feste Verbindung habt. Wenn ihr einen Neubau habt, der, wenn er gut verputzt ist, flächig ist, dann könnt ihr den Kleber auf der Rückseite mit einem ganz normalen Zahnspachtel auftragen. Oder wenn ihr einen Trockenbau habt, wo die Wände gerade sind. Habt ihr aber wie hier im Altbau eine Wand, die vielleicht eine Beule oder ein Loch habt, dann nehmt ihr euch eine Wasserwaage, natürlich länger, und schaut mal an der Wand lang, wo geht denn die Wand raus. Und an diesem höchsten Punkt schaut ihr, und dort fangt ihr an mit dem Sockel und den setzt ihr da ganz dünn auf. Ganz dünner Kleber. Und dann versucht ihr da, wo die Wand vielleicht wegläuft, immer ein bisschen mehr Kleber aufzufüllen, mit der Wasserwaage eine gewisse Flucht zu halten, dass der Sockel nicht so sitzt. Und so arbeitet ihr euch ein wenig der Wand lang, damit ihr diese Beule wegtuschiert. Oberhalb wird dann verfugt und gestrichen oder mit Acryl zugefüllt und gestrichen. Die einen möchten es so haben, die anderen so. Jetzt kommt man mal ein bisschen drauf an, sind die Wände schon fertig? Dann würde ich den Maler bitten, das mit Acryl zuzumachen und wegzupinseln. Wenn es noch im Rohzustand ist, fuge ich es gerne aus in der Oberkante, dann kann der Maler wunderschön da
darauf abstreichen. Wenn ihr so einen gerundeten Sockel habt oder so einen abgefassten Sockel, dann achte ich mal darauf, dass ich eine sehr kleine Fuge habe. Dann hat man einen sehr schönen homogenen Übergang und das ganze Bild sieht ästhetisch auch ein bisschen schöner aus. So, ich werde jetzt ein bisschen Kleber anrühren. Wir werden rausgehen, dann zeige ich euch mal, wie man so eine Gerbenschneidung bearbeitet und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Jetzt sind wir hier draußen und wir wollen jetzt stellen wir uns vor, das ist eine Außenecke, wir wollen jetzt aus diesen zwei Kanten, die sonst so kommen würden, eine Kante oder zwei Kanten machen auf Gerbung, sprich 45 Grad. Jetzt gibt es Vorrichtungen, wo man die Fliese einlegen kann, wo man genau dran vorbeischneiden kann, mit Nassschnitt etc. pp. Werdet ihr als Heimwerker so alles nicht haben. Ich zeige euch, wie es auch so geht. Erstmal wichtig, ne? Gehörschutz, Staubmaske und Schutzbrille. Wir müssen mit der Flex arbeiten. Nochmal der Hinweis, habe ich schon in den anderen Videos von mir in BN-Verarbeitung gezeigt. Die Flex immer vom Körper wegführen. Ein gutes Blatt, nichts verkanten und es geht da höllisch vorsichtig mit um. Ich habe eine Kante vorbereitet, die auf 45 Grad ist. Ihr müsst hier oben bei der Glasur oder bei der Emaillierung ein bisschen aufpassen, dass ihr damit der Flex nicht verkantet oder reißt, dann springt es euch weg. Dann kann man aber mit diesen Schleifsets, die ich auch in dem anderen Video gezeigt habe, ein bisschen nacharbeiten und dann kriegt ihr ein schönes Ergebnis. 45 Grad zu halten ist so eine Geschichte, es gibt einen einfachen Trick. Die Fliese hier hat eine Stärke von 1 Zentimeter. Wenn man jetzt hingeht und misst in die eine Richtung 1 Zentimeter, in die andere Richtung 1 Zentimeter, dann zeichnet sich das an. Moment, die Seite will ich glaube ich machen. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. So, die Seite will ich machen. Dann kann man hier oben drauf diesen anderen Zentimeter anzeichnen und würde die beiden Linien einfach verbinden. Dann habt ihr schon so eine grobe Richtung, wie man 45 Grad herstellt. Also ich zeige es mal hier. Das wäre jetzt die eine Seite, die so käme. Und das wäre die Gegenseite. Natürlich so ein bisschen verkehrt rum für euch. Ich räume das mal hier ein bisschen weg. So ungefähr. Das heißt, ich brauche jetzt das Gegenstück. Ich messe hier über 1 Zentimeter und zeichne mir hier so eine gedachte Linie an. Dann habt ihr schon mal grob einen Winkel, wie ihr runterschneidet. Es kann sein, dass ihr die dann noch mal ein bisschen nacharbeiten müsst. Ich schneide das jetzt mal runter und zeige euch dann, wie bewusst ihr das nach links oder rechts noch ein bisschen korrigieren könnt. Da kommt ja noch Fugenbauch dazwischen und dann gibt das ein sauberes Bild. Ich habe das jetzt runtergeflext und wichtig ist, dass die Vorderkante ganz bleibt, dass da nichts rausbricht. Erfordert natürlich ein gewisses Stück Übung, das weiß ich. Das kriegt ihr auch nicht beim ersten Mal. Ihr könnt euch hier irgendwelche Abfallstücke nehmen und einfach mal probieren. Und wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, läuft das. Jetzt habe ich hier auf der Rückseite so ein bisschen eine Verzahnung. Dafür haben wir ja hier die Schleifpads, die ich euch unter dem Video natürlich wieder verlinke und verposte. Da könnt ihr sie besorgen. Geht ihr jetzt von oben nach unten mal nach innen und dann, das ist jetzt, muss ich schauen, ein 60er und dann kann man damit leicht hin und her gehen und dann kann man diese letzten kleinen Grate, die man hat, entgraten. Dann probiert ihr das mal. Wir haben ja hier ein wunderschönes Holzbrett. Soll jetzt diese Ecke symbolisieren. Da stelle ich die mal hochkant dran, stelle die hier hochkant dran und schaue, wie die Gärung zusammenläuft. Das schau dir auch bitte von vorne.
Und wenn ihr dann seht, das läuft hier oben noch nicht ganz auf 2x22,5, sprich 45 Grad, dann kann man das mit der Flex oder mit dem Schleifpad noch ein wenig nacharbeiten. Hier oben die Kante schön sauber beischleifen. Wenn ihr da pingelig seid, dann kommt Fuchmörtel dazwischen und dann habt ihr einen sauberen, homogenen Übergang. Gehen jetzt wieder an die Baustelle und ich setze euch die beiden Zeile mal mit Kleber an, damit ihr einfach seht, worauf da noch bei zu achten ist. Geschnitten ist es. Ich zeige euch jetzt, wie eben angekündigt, wie man es verklebt. Machen wir mal das erste Stück. Füllt ihr jetzt einfach Kleber auf. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine flächige gerade Wand haben und keine Welle. Dann würde man einfach vom Zahnspachtel auf der Rückseite Kleber aufziehen. Ich habe ganz bewusst an der Oberkante, die zur Wand kommt, schon was fehlen lassen. Hier unten ist natürlich durch den Auftrag bedingt was mehr drauf. Aber dann nimmt man die Pelle und nimmt hier unten einen Zentimeter weg. Und hier oben ein bisschen zu viel steht auf. Wichtig ist, der Kleber darf sich nicht unten rausquetschen. Das ist natürlich jetzt noch nicht abgelenkt, das Gerbstück ist da, gilt auch nur der Demonstration. Ihr setzt es dann an und reibt es an. Dann nehmt ihr entweder so zwei Plastikkeile oder zwei Holzkeile. Ihr müsst ja einen gewissen Abstand zum schwimmenden Estrich haben. Richtet das Ganze aus. Ihr könnt die Wasserwaage mal hier oben drauflegen. Und ihr müsst natürlich gucken, dass der Sockel nicht so oder so in der Wand steht. Entweder habt ihr dann so einen kleinen Winkel. Sollte der Boden gerade sein, dann gehen wir mal von aus. Dann haltet ihr den dran. Und seht ihr da, der ist schon winklig. Wenn ihr sowas nicht habt, nehmt ihr ein anderes Stück Sockel, wenn es flächig und gerade geschnitten ist. Setzt das so dagegen und auch damit könnt ihr die Winkligkeit überprüfen. Es muss jetzt nicht 3000%ig sein, aber an so einer Gärungsecke seht ihr sofort, wenn sich das nach links oder rechts ein bisschen verschiebt, dann müsst ihr tatsächlich ein bisschen korrigieren. Der erste Sockel ist dran, den nehmt ihr bitte wieder ab, mit der Kelle dahinter. Und dann schaut ihr einfach mal, wie die Benetzung ist. Die ist gut und ihr seht, hier unten ist nichts nach unten gequetscht und oben ist auch nichts rausgekommen. Das wäre der Optimalfall. Habt ihr jetzt so eine Wand mit einer riesen Beule drin, fangt ihr am höchsten Punkt an, und zwar ganz dünn, und müsst euch dann an der Seite etwas verdickt der Beule wegarbeiten, damit ihr nachher halbwegs große Flächigkeit habt. Großformatige Fliesen inklusive Sockelsätzen gewesen sein. Zementären Fugen und ich werde euch gleichzeitig im nächsten Video zeigen, wie ihr mit Epoxidharz verfugt, wo die Vor- und die Nachteile sind, wie man was verarbeitet und was sinnvoll ist. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Daumen hoch, abonnieren, Glocke an. Bis zum nächsten Mal, euer Christoph.